Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sage, so kann ich mit Sicherheit nicht weitermachen. Nach dem Pilz am Montag erklärt, er habe Frauen nie sexuell belästigt, erhält der Falter noch andere Hinweise auf Übergriffe. Mehrere Frauen, eine Lokalpolitikerin, eine grüne Delegierte und eine Frau, die ihn als junge Aktivistin auf einer Party kennenlernte, behaupten demnach in Protokollen gegenüber der Wiener Stadtzeitung gegenteilige Erfahrungen. Die Frauen wären auch bereit, diese Vorwürfe vor Gericht zu bezeugen. Doch bislang dementiert Pilz die Beschuldigungen. Ja, das war äußerst unangenehm und ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt. Und dadurch, dass ich weiß und ab heute werde ich das alles veröffentlichen, dass hier vieles politisch gesteuert ist und von mehr als einer politischen Partei ausgeht und ich werde das Stück für Stück dokumentieren, weiß ich, was in dieser Republik alles möglich ist. Aber Pilz will die neuen Vorwürfe gegenüber der Wochenzeitung nicht näher kommentieren. Der Listengründer gibt am Montag seinen vorübergehenden Rückzug aus der Politik sowie den Verzicht auf sein Nationalratsmandat bekannt. Zugleich nährt er Spekulationen, die Vorwürfe könnten eine politische Intrige gegen ihn sein. Parteikollegen von Pilz plädieren deshalb für dessen Verbleib in der Politik. Mir ist immer zweierlei wichtig in dem Zusammenhang. Erstens, alles aufzuklären. Deswegen werde ich da nicht rumjammern, sondern jetzt Punkt für Punkt dokumentieren, was wirklich passiert ist. Das wollen wir in dem Interview jetzt auch machen. Ja? Und zweitens aber auch auf klar machen, es gibt sowas wie bestimmte moralische Standards, die für alle gelten. Sexuelle Belästigung wird nicht toleriert werden, selbstverständlich nicht. Und wir als Männer haben unseren Beitrag dazu zu leisten, dass es das nicht gibt und dass aus Fehlverhalten auch gelernt wird. Die Vorwürfe stammen aus verschiedenen Jahren und stünden im Zusammenhang mit Pilz politischer Funktion. Pilz soll Frauen gegen deren Willen zu küssen versucht und andere sexistische Handlungen gesetzt haben, so der Falter. Peter Pilz, der Belästiger, ist bereits eine Vorverurteilung und ich akzeptiere das mit Sicherheit nicht.